Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei einer Folge Schein. Wir nehmen heute mal alleine auf, weil ich hier die Dimension ein bisschen fertig machen will. Wer es das letzte Mal mitbekommen hat, wir sind ja hier irgendwie in die Luft gesprengt worden, warum auch immer. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich, ist das ein Portal in Limbo, wenn man halt reinfällt. Und ich habe mir so gedacht, wir lassen hier einfach so einen Spalt frei, dass man auch reingehen kann, weil wir dann mit Basti oder so ein Häuschen im Limbo bauen werden. Ja. Wir brauchen Holz erstmal. Ach ja, und unsere Sachen haben wir wieder. Weiß hat uns ja gekillt. Aber das war natürlich ein abgesegneter Kampf. Und ja gut, Kampf kann man das nicht nennen. Es war eher ein Abgemetzel. Er hat uns mit seinem Onyx-Schwert ja ziemlich fast One-Hit gegeben. Aber das soll jetzt kein Problem sein. Die Straffolge kommt irgendwann mal. Ich glaube Samstag oder Sonntag. Da habe ich jetzt keine Zeit, die aufzunehmen. Ja. Also ich denke mal, dass ich die machen muss. Ich meine, ich habe jetzt 14 Tode. Ja, leider 14 Tode. Das Modpack ist halt schon ziemlich heftig. Allerdings weiß ich jetzt nicht, was für Tode bei den meisten heute noch dazukommen. Weil heute ja eigentlich Sonntag ist. Ich habe ziemlich viel vorproduziert. Ich bin ja jetzt eigentlich im Krankenhaus, wenn ihr die Folge seht, wahrscheinlich. Moment, ich schau mal auf den Plan. Das ist die Folge für Donnerstag. Ja, da bin ich noch im Krankenhaus. So. Also, das, was wir heute machen, ist das Häuschen weiterbauen. Ja, was heißt Häuschen weiterbauen? Wir die Dimension weiterbauen. Und dazu brauchen wir noch ein bisschen Stein und ziemlich viel Holz. Ja, das dürfte einfach werden, allerdings auch ein bisschen langweilig. Aber was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Puh. Leider habe ich jetzt keinen gefunden, der mitmacht. Wäre schon cool gewesen, jetzt noch einen zum Labern zu haben, aber müssen wir uns halt selbst irgendwas ausdenken. Wie viel Holz haben wir jetzt? 40. Ich glaube, das reicht noch nicht. Hier ist noch ein Holz. Komm, ich baue mich jetzt hier wieder hoch. Wir sollen ja keine Bäume stehen lassen, das regt den lieben Basti auf. Ich hasse diese großen Bäume, aber hier gibt es halt nur die. Leider. Ich fände es besser, wenn ich nur so 4 Dinger hohe Bäume hätte. Geht das Abbauen viel schneller. Weiß nicht, reicht ein Stack? Oh, da ist man sich nie so wirklich sicher. Ob jetzt ein Stack reicht oder nicht. Also für den Boden reicht auf jeden Fall ein Stack, aber hei, ich weiß es nicht. Naja, die Decke machen wir sowieso nicht, nur noch die Wände. Und aus einem Stack Holz lässt sich da eigentlich gut was machen. Ich weiß auch nicht, ob ich noch so, Wände reinzimmern soll. Das wäre eigentlich auch eine Idee. Mal gucken, ob das machbar ist. Da spielen wir ein bisschen Einrichtungsmanager und machen das einfach mal. Okay, 64 und 12, das reicht eigentlich. Und wir sollten hier echt mal Bäume nachpflanzen, nachher haben wir keine mehr. Das ist immer ein bisschen scheiße. Ich glaube jetzt nicht, dass die anderen nachpflanzen hier, weil sieht es nicht so aus. Okay, jetzt müssen wir nochmal hier in die Mine rein. Ist jetzt im Ernst wie ein Käfer? Komm, stirb. Egal, haben wir wenigstens wieder ein bisschen Exoskelett. Kann man gut farmen, wenn die zu einem kommen. Ja, da ist unser Creeper explodiert letzte Folge. Das tut mir ja sehr leid, aber kann man wohl nichts machen. So. Oh, sag mir jetzt nicht, der hat mir die falsche Hacke gegeben. Mann. Nein. Scheiße. Naja, egal, dann müssen wir das halt schmelzen. Die
Dauert ein bisschen länger, aber dürfte auch machbar sein. Irgendwie ist das jetzt leicht langweilig, selbst für mich. Ja, sonntags kann man sich wirklich was Besseres vorstellen, aber tja. Wir haben die dimensionale Tür gebaut und jetzt müssen wir sie auch einrichten. So, wie viel habe ich jetzt? 24 dürfte noch nicht reichen, glaube ich. So. Ich hacke jetzt einfach alles ab, was geht. Und mache das auch gleich hier hin, dass ich sehe. Aber ich glaube, ein Stack dürfte reichen. Ich glaube, dass das jetzt auch reicht. Aber naja, vorsichtshalber nehme ich mal ein Stack mit. Vorsichtshalber. Ich freue mich so richtig auf die Straffolge. Ich weiß nicht warum. Ich habe mir letztens mal, also wir haben letztens die Strafen angeschaut und da sind ein paar wirklich lustige dabei. Also da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Das ist echt lustig. Ich verrate jetzt zwar nichts, aber ihr könnt euch wirklich drauf gefasst machen, dass was Heftiges kommt. Was richtig Heftiges. Naja. Ach Gott. Ja, super. Das jetzt einzuschmelzen wird Ewigkeiten dauern. Na, dann setzen wir halt zuerst das Holzzeug hin. Und erst später das andere. Und dieses scheiß Meteorschild, ohne Witz, der hätte es viel höher setzen sollen, dass man es nicht so hört. Ganz ehrlich. Oh, lass mich da rein jetzt. So. Nee, wir müssen rechts rum. Ist immer total verwirrend. So. Jetzt klatsch ich hier erstmal die Teile rein. So. Und hier noch. Okay, das kann jetzt schön brutzeln. Oh nein, nein, nein. Oh Gott sei Dank, das ist richtig. Ich dachte schon. Allerdings habe ich jetzt ein leichtes Problem. Ist das jetzt so richtig? Ja, ne, hier ist jetzt alles weggesprengt. Och nee, ey. Das ist nicht dein Ernst. Fuck it. Och Gott, nein. Müssen wir jetzt im Ernst? Ja, müssen wir. Oh Mann. Ach komm schon, das ist behindert. So. Ach ja, supi. War ja klar, dass das nicht geht. So, jetzt werden wir mal gucken, ob das irgendwie machbar ist. So, so, so. Können wir das jetzt alles noch abhacken? Wäre auf jeden Fall schön. So. Und bloß nicht in den Limbo fallen. Bloß nicht. So. Oh, jetzt ist da oben auch noch was im Ernst. Ah, da muss ich mich halt hochbauen. Och Gott. Kann sich auch Behinderter. Behinderter verbauen. So. Jetzt kommt hier noch das. Oh nein. Oh komm schon. Das ist wirklich behindert. Achso, ja. Ich sollte das schon richtig hinkriegen. Nee. Das ist so bescheuert. Aber das war auch jetzt nicht wirklich vorherzusehen, dass ich hier alles irgendwie in die Luft spreng. Ist halt scheiße gelaufen, aber kann man nichts machen. So.
Jetzt haben wir noch so viel. Naja, erstmal den Boden. Das Zeug hier dürfte jetzt eigentlich reichen. Hoffentlich. Ist ja nur noch so eine kleine Ecke. Dann haben wir endlich den Boden fertig. Oh, ich hasse es, mich zu verbauen. Ist einfach so assi. Okay, es reicht, glaube ich, noch nicht. Oh Mann. Ey, das sieht immer so klein aus, ist es aber nicht, ne? Ja, super. Naja. Jetzt nehme ich mir erstmal hier die Hälfte. So. Was mache ich jetzt aus Holz? Soll ich das aus Holz machen? Ich weiß nicht. Das sieht irgendwie komisch aus. Oder soll ich dazu Kabel nehmen? Soll ich Kabel nehmen? Nee, da muss ich wieder farmen gehen. Nee, kein Bock. Nee, darauf habe ich echt null Bock. So. Da werden wir jetzt in den Limbo was tun. Zack. Und dann hoffe ich jetzt mal, dass da was Gescheites rauskommt. Jetzt vorsichtig, nicht, dass wir wieder in den Limbo reingehen. So. Limbo-Portal erschaffen. Echt gut, Alter, echt gut. So. Ich werde jetzt aber trotzdem noch eine Tür machen. So. Die klatschen wir hier hin. Haben wir irgendwo... Irgendwo müssen wir doch noch... Da haben wir noch ein Schild. So. Nee. Okay, warte, Moment. Hier so Tür zum Limbo. Haben wir unser eigenes Limbo-Portal. Echt lustig. So. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Naja, scheiß drauf. So. Ach. Ey, es regt auf. Es regt einfach nur auf. Aber wir nähern uns schon mal unserem Ziel hier. Und wir klatschen jetzt einfach alles zu. Aber ich glaube, die Wände werden jetzt nicht so viel Holz in Anspruch nehmen wie... Also, der Boden war ja schon heftig. Und die Decke. Oh Gott, nee. Ich freue mich so richtig drauf, die Decke zu machen, ne? Also, gar nicht. Richtig so not. Wenn mich jemand fragen würde, ob das hot or not ist, ich würde tausendmal not sagen. Oh Gott, damn it. Man kann das auch nicht schnell machen, wenn man sich so tausendmal verbaut und das kostet dann noch mehr Zeit. Gott, ey. Warum habe ich mir so eine Dimensional Door gebaut, Mann? Das wäre viel einfacher, einfach so ein Haus zu bauen. Viel einfacher. Und sieht wahrscheinlich noch genauso aus. So. Hier klatschen wir mal überall Fackeln hin. Ich habe mir überlegt, hier in der Mitte einfach mal so einen Gang nach oben zu bauen. Ich hoffe jetzt aber mal, dass das reicht, ne? Ja doch, müsste reichen. So. Oh mein Gott, ein denkwürdiger Augenblick. Wir haben es geschafft, den verdammten Boden zu machen. Auf jeden Fall cool, ne? Sieht auf jeden Fall nice aus. Aber ich glaube, der Boden ist noch nicht ganz fertig, ne? Kann das sein? Na, ist auch nicht so wichtig. So. Zack. 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 Super, das hat jetzt nicht mal für alles ge... Oh, ich hab keinen Bock mehr, ey. So richtig keinen Bock mehr.
Menschenskin, ey. Nee. Boah, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Oh Mann, ey. Und das machen wir jetzt. Also Bock auf hier weiter zu bauen, habe ich ehrlich gesagt nicht. Bum, 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 bum. Hier das Iron und so könnte ich auch mal schmelzen. Zack. Was gibt's hier noch zum Schmelzen? Tin und Copper. Brauche ich jetzt erstmal eigentlich nicht. Nee. Das Petrified Wood Ore. Ich frag mich, was das ist. Wozu ist das? R-U geht nicht. Für was ist das? Ist jetzt die Frage. Ich weiß gerade nicht, was wir hier noch so zum Einschmelzen. Tin, oh, ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, eine Wand benutze ich auf jeden Fall mal, um die Kisten zu lagern. Aber trotzdem brauche ich noch übertrieben viel Holz. Ja, bringt nichts. Wir müssen auf jeden Fall Holz holen. Am liebsten würde ich das offscreen machen, aber darf man ja nicht. Ach. Oh, diese Töne jedes Mal. Ich lege mich jetzt einfach hier rein und penne kurz. So. Gut, dann holen wir jetzt einfach ein bisschen Holz wieder. Und machen dann die Wände fertig. Das ist jetzt halt das, was man so alleine machen kann. Allein im Dungeon will ich jetzt nicht. Und wie gesagt, es muss gemacht werden, sonst haben wir ja eigentlich kein schönes Zuhause. Aber ich denke mal, demnächst werde ich in Nether gehen und ein bisschen Onyx farmen. Weil halt ist auf jeden Fall cool und stark. Und das werden wir auf jeden Fall brauchen, wenn wir nicht wieder von Leuten wie Weiß-Weiß gewonnen werden wollen. So. 17. Ich glaube, hier oben ist noch was, ne? Aber auch nur noch eins. Ah ne, zwei. Ja, das war's. Zum nächsten Baum. Ich fühle mich wie so ein Holzfäller in Kanada, ey. Die müssen nämlich auch immer auf so hohe Bäume klettern und die von oben dann anfangen. Also nicht immer, aber das ist auch so eine Technik, die verwenden. So fühle ich mich gerade echt hier. Und es ist total stumpf. Aber das dachten wir uns auch mal, das ist auch eine coole Strafe, eine Folge lang einfach nur Holz farmen. Und das dann nicht langweilig werden zu lassen, ist eine Sache für sich. Also das kann nicht jeder. Zum Beispiel ich kann es nicht. Also ich glaube, wenn ich die Folge jetzt selber angucken müsste, ich würde einschlafen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Oh Gott, damn it. So viel Holz. Jetzt haben wir wieder ein Stack, wird nicht reichen. Nie im Leben. Wir brauchen ja jetzt mehr als ein Stack und 12, ne? Am besten wir holen uns gleich zwei Stacks. So. Oh nein, jetzt ist auch noch meine Hacke fast kaputt. Och nö. Ich hoffe, die hält. Ja, da hat sich's. Jetzt können wir uns gleich wieder eine neue Hacke machen. Jetzt dauert es noch länger, den Baum abzuhacken. Ach du Kacke, ey, das regt mich derb auf. Ach, komm schon. Aber gut, wir haben die Folge fast geschafft. Wir müssen die ja nicht allzu lang machen. Boah, jetzt komm schon, jetzt ab nach unten und dann dürfte 14, okay. Ja, das reicht. Erstmal.
Müssen ja ein bisschen Abwechslung reinbringen, ne? Jetzt mal wieder ein bisschen bauen gehen. Oh Gott. Ja, komm, auf jetzt. So, das habe ich, glaube ich, jetzt außer im Infovideo gar nicht erwähnt. Außer vielleicht vorhin. Wie gesagt, ich bin im Krankenhaus und ich produziere gerade bis Samstag oder Sonntag vor. Ich werde auch wahrscheinlich nicht auf Kommentare oder so antworten können, wenn ich im Krankenhaus bin. Das heißt, ich werde die alle auf geplant hochladen, dass sie auch schön kommen. Aber sonst auch nichts. Weil so Internet und Krankenhaus, das tut sich nicht so. Das sind keine Freunde. So. Was habe ich hier noch? Achso, Gold, ja. Cool. Gut. Dann mache ich das jetzt so. Ja, gut zu wissen, wir können gleich mal was wollte ich jetzt sagen? Wir können Dings. Oh. Bin ich jetzt blöde? Ich bin gerade blöde, ja. Das habe ich wirklich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Krass. Naja, egal. Scheiß drauf. Passiert dann, Fasching. Kurz, wie viel habe ich jetzt? Ich habe den 1. Oh mein Gott, den gesamten Stack. Und es wird auf jeden Fall nicht reichen. Nie im Leben. So. Sieht auf jeden Fall mal besser aus als alles schwarz. Pach. Aber wir nähern uns schon mal. Ach, scheiße. Oh, was mache ich hier eigentlich? Ah. Wir müssen auf jeden Fall diese Folge noch mit dieser scheiß Wand fertig werden. Ich will dann nächste Folge nicht nochmal damit anfangen, ne. Aber dafür brauche ich jetzt halt wieder Werkzeug gescheites. So. Zack. Zack. Und so. Jetzt brauche ich noch eine gescheite Schaufel. So. Ja. Gut. Das dürfte gut werden. Müssten wir eigentlich noch schaffen jetzt. So, die Hälfte nehmen wir. Ja, komm, das reicht locker. Es reicht auf jeden Fall, ey. Scheiße. Sowas passiert nur mir. Ich meine, sich zweimal hintereinander zu verbauen und dann auch noch so behindert. Ah, oh, ich bin so dumm. Komm weg damit jetzt. Wir müssen uns beeilen. Oh, das geht doch, wenn man es schnell macht. Und man verbaut sich halt extrem. Naja, bockt nicht. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich würde sagen, die Wand verwenden wir als Truhenwand oder so. Keine Ahnung. Wäre doch eine gute Idee. Aber wir müssen dann auf jeden Fall, also hier kommen, hier, scheiße, hier kommen so die Truhen hin. Mein Handy. So, hier kommen die Truhen hin. Das heißt, wir haben dann am besten drei Platz und dann kommt hier nochmal ihr wisst schon, das Teil hin. Wie wir das jetzt allerdings machen? Nee, so nicht. Nee, so machen wir das nicht. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. Oh, jetzt muss ich mich da echt noch hochbauen. Zack. Gut. So.
Doch, so werden wir das machen, die Wand. Allerdings. Ja, komm. Hier hoch noch Truhen. Ja, das kommt gut. Hier kommen die Truhen hin. Haben wir hier Platz. Allerdings. Werde ich das jetzt auf jeden Fall noch wegmachen. Zack, zack, zack. Dann sieht das auch wieder symmetrisch aus. Hier kommt das drauf. So. Das kommt noch weg. Jetzt machen wir das hier noch, dann passt das wieder. Zack, fuck, zack, zack, zack. Und jetzt sieht das wieder gut aus. Auf jeden Fall nice. Rest machen wir dann nächste Folge weiter. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch geben, ihr wisst Bescheid und tschüssi.